Herzlich willkommen zurück in Elderheim. In der letzten Folge haben wir hier die Schmiede angefangen. Und die ist ein bisschen größer geworden. Mich stört gerade ein bisschen die Säule. Und es geht mal wieder in die Nachtsicht aus. Ich werfe mal hier kurz entgegen. So, schmeißen wir mal weg. Ein paar Säulen werden wir hier auf jeden Fall noch reinziehen in die Höhle. Aber gerade stören die mich eher so ein bisschen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, wir hatten die Schmiede angefangen. Wir haben ein unteres Stockwerk schon gebaut. Jetzt wollen wir hier das obere nochmal bauen. Und dafür würde ich ganz gerne diese Treppenstufen benutzen. Jetzt nur die Frage, setzen wir hier noch eine Ebene drauf, um dann das so zu machen? Dann könnte man nämlich auch hier so und so machen. Wie sieht denn das aus? Ach man. So. Ich mach das jetzt einfach. Ganz einfach. Wir ziehen das jetzt hier rum und dann ist gut. So, und ich glaube, wir führen das einmal so an den Thronsaal ran. Also nicht an den Thronsaal, an den Thronturm. Keine Ahnung, ist das so. So. Jetzt würde ich sagen, machen wir das lieber mit Stufen. Oder? Oder so? Nee. Wir machen das mal auf der anderen Seite mit Stufen. Einfach nur mal um zu gucken, wie es so aussieht. So. Mann. Was ist denn das hier? So und so. Oder so, weil das Dach wird viel zu groß, wenn wir das so machen. Wir machen das mit halben Stufen. So. Ah, falsche Höhe. Da einmal drum rum. So, und hier müssen wir noch eine reinsetzen. Jetzt hier weiter. Weil da oben möchte ich eigentlich auch keinen Dachboden oder sowas haben. Also vielleicht setzen wir das nochmal gleich rein, wenn wir in die Inneneinrichtung gehen, dass wir da so ein kleines Räumchen, so einen kleinen, ganz kleinen Raum haben. Aber mehr auch nicht. Weil sonst wird das Haus ja wirklich viel zu groß und ich weiß gar nicht, was da alles rein soll. Das ist die Frage. Wie sieht denn das überhaupt schon aus? Aber eigentlich ist es ganz cool so, ja. Nicht gut. So, und dann machen wir hier einfach das flach so zusammen. Ja, das gefällt mir gut. Und das machen wir mal so. Und das machen wir natürlich auch noch zu Ende. So und so. Einmal drumherum. Ja, und hier müssen wir dann natürlich auch Stein so. Ja, jetzt könnte es ein bisschen blöd sein. Obwohl, doch, geht so. Das kann man so lassen. So, und hier machen wir solche Fenster rein. Hoppala. Mal nur in der Mitte zu. Naja, hier müssen wir mal gucken. Hier machen wir wieder so ein kleines. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht dort unten. So. Genau so und so. Genau, dann bekommt das nämlich auch so ein bisschen Tiefe vielleicht, dass es halt nicht so glatt aussieht. Vielleicht sollte ich mir aber auch überlegen, vielleicht ein bisschen Steinvariation reinzubekommen.
Nachtsicht geht wieder weg. Gleich wieder nachfüllen. So und so. Okay, dann haben wir das auch. Das hier oben bleibt erstmal leer. Wir gehen jetzt erstmal unten rein. Hier bleibt alles erstmal so steinig. Nee, das sieht nicht gut aus. Mal ändern wir nochmal was später. Hier brauchen wir wieder diese Öfen. So, nehmen wir uns mal das hier. Schmeißen wir hier einen hin und hier einen. Und hier kommt noch einer rein. Und sie braucht einen Eingang. Den machen wir mit einer Zweiertür. Dann machen wir hier das so. Hier so eine kleine Laterne drin zu haben. Oh, das kann man so lassen. Dann brauchen wir natürlich hier das Holz. Hier auch nochmal Holz. Nee, so nicht. Machen wir mal so. Und dann brauchen wir passende Türen. Unter Redstone. Die sind echt nicht mehr unter Redstone. Ja, hier sind sie halt mit drin, hätte ich sehen können. Was nehmen wir denn? Nehmen wir sowas Dunkles? Oh ja, das sieht gut aus. Ja, das hat was. Jetzt könnte man theoretisch nochmal sowas drüber machen. Vielleicht so. Ah, dann sieht man vielleicht den Ofen nicht mehr. Das ist blöd. Okay, wir lassen das so. Und jetzt brauche ich nochmal so eine Säule. Machen wir denn die Säulen hier? So und so. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Genau, dann brauchen wir nochmal das Schild. Machen wir hier nochmal dran. So, Schmiedemeisterin Helga. Wie sieht denn das andere Schild aus, was wir ja auch neu haben? Was für mich zumindest neu ist. Helga. Ist ein bisschen kleiner, ne? Da kriege ich nicht alles drauf. Machen wir das. Helga. Doch, fertig. Okay. Dann haben wir uns hier nochmal ein paar Eisen hin. Oh, oh. Das ist jetzt natürlich schwer. Wir können uns hier nämlich. Einen kleinen Vorrat hat sie hier liegen zum Schmieden. Dann knallt sie sich das hier in die Öfen rein. Haben wir hier noch was stehen? Was haben wir denn noch? Müssen wir mal unter Deko gucken, oder? Nee, hier. Schmelzofen haben wir ja schon ein paar. Dann haben wir. Theoretisch bräuchten wir hier auch nochmal einen Amboss. Wir können eigentlich hier nochmal mit hin. Und. Webstuhl brauchst du nicht. Ein Schleifstein kann hier noch mit hin. Für ihre Werkzeuge. Was haben wir denn noch? Ein Schmiedetisch darf natürlich auch nicht fehlen. Passt der hier so rein? Ja, ist okay. Kommt aber nicht ganz so zur Geltung, oder? Der kommt hier mit hin. Hier kommt wieder die Säule hin. Und wir brauchen ja eigentlich auch drinnen noch so ein bisschen was. Und wir brauchen vor allen Dingen hier auch Licht. So und so. Hier können wir ein paar Rüstungsständer hinschmeißen.
So, so und so. Dann packen wir da die Rüstungen drauf, die wir so im Angebot haben. Natürlich haben wir die Eisenrüstung. So. Dann haben wir natürlich Diamantrüstung. So. Das löschen wir direkt. Ah, mal Lederrüstung. Ne, wir haben Kettenhaube und Goldrüstung noch. So, machen wir hier nochmal das hin. Und dann hier das Kettending. Genau. Kann man den Schwert noch anziehen? Nee, okay, alles klar. Dann haben wir ja das soweit. Haben wir da ein bisschen was ausgestellt. Dann können wir nochmal Bilderrahmen hinhängen. Oh, vielleicht die erleuchteten Sachen. Mal hier eins, hier eins, hier eins. Dann packen wir hier einmal so ein Eisenschwert, eine Axt und... eine Armbrust, das ist sehr gut. So und so. Genau, das sieht doch gut aus. Genau, und dann hat sie hier einmal ihren Tresen drumherum, oder? Machen wir das doch mal vielleicht den Bruchstein stücken. So und so. Dann kommt das hier so rüber. Genau, das müssen wir mal so hinstellen, damit wir das so machen können. Obwohl. Nee, das wird der ganze Ladenbereich hier. Das wäre das. Hoppala. Hoppala. So, so und so. Machen wir das so. Und dann kommt hier noch eine Falltür hin. Aus Eisen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier diesen Schalter. Genau. Das ist doch perfekt. Genau, dann macht sie hier auf, hier wieder zu. Dann hat sie hier hinten im Fenster immer die Kisten stehen. Zu dem, was sie gerade verkauft. Hier passt keine mehr hin. Könnten wir hier die Treppe nach oben machen, so eine Leiter. So. Oh, das ist doch super so. Hier machen wir mal das zu Ende. Genauso hier. Okay. Mal die Zwischendinger mal weg. Obwohl, das lassen wir. Das finde ich eigentlich ganz gut so. Dann machen wir vielleicht nur mal eine Treppe rein. Vielleicht so. Und dann... so. Ja, doch, so ist cool. So können wir das eigentlich lassen. Genau, dann hat sie hier oben eigentlich ihr Schlafgemach. Aber wir ziehen hier... jetzt bin ich dran vorbei. Nee, die mag ich nicht. Die hier. Ziehen wir dann mal so hier rein vielleicht. Obwohl, eigentlich ist das blöd. Nee, das finde ich nicht ganz gut. Das lassen wir erstmal offen. Erstmal kriegt sie hier ihr Bett überhaupt hin. Da
da geben wir ihr so ein Bett. Wo kommt das am besten hin? Genau das kriegt sie. Dann kommt sie... der Kartentisch macht nicht so viel Sinn. Wir brauchen gleich der Nachtsicht. Das schmeißen wir mal hin. Super. Was brauchst du als Nachttisch? Vielleicht einfach nur sowas. Mit einem Blumentopf oben drauf. So. Meinst du nur die Frage, was kann man denn da alles reinstellen? Vielleicht sowas? Nee, okay, okay, okay. Gehen wahrscheinlich wirklich nur Blumen. Oder vielleicht auch Kerzen, das wäre natürlich auch cool. Man kriegt sie hier einfach so Kerzen hin. Kann man die anzünden? Oh, wow. Oh ja, das ist cool. Das finde ich gut. Dann brauchen wir noch Truhen. Redstone machen wir nicht. So. Sie kriegt noch Fenster. Achso. Glas. Da geben wir ihr einfach durchsichtiges Glas. So. Genau, das war's dann schon. Genau, dann brauchst du hier oben noch eine Küche. Die machen wir vielleicht auch hier in die Ecke hin. Mit einem normalen Ofen. Einem Räucherofen und einem normalen Ofen. Kriegst du den einmal hier hin. Voilà. Und den anderen dort nebenhin. Ich glaube, hier würde eigentlich besser der Stein reinpassen. Und dann vielleicht noch eine Platte. So, hier oben drauf. Und das bekommt dann alles nochmal so eine Art Schornstein. Ja, das lassen wir so. Das können wir jetzt eigentlich hier hinten zumachen. Ah, das war doof. Nee. So und so. Genau, das machen wir hier dann mal so raus. Dann hat sie ihre Küche hier. Und dann bekommt sie noch ein Essel. Da kann sie sich dann ein bisschen waschen. Ist das so der Wasserhahn vielleicht? Genau, den Kessel machen wir noch voll mit Wasser. So. Dann wollen wir noch vielleicht ein, zwei Laternen. Lassen wir dann einfach so hier runterhängen. Okay. Und vielleicht hier noch einen so hin. Ah, das ist ein bisschen zu nah an der Treppe dran. Machen wir mal so und so. Dann kommt man hier hoch, dann hat sie hier ihr Bett. Dann fehlt eigentlich nur noch auch ein Tisch. Kartentisch brauchen sie nicht. Schmiedetisch, ja gut. Unten.
Haben wir denn noch so ein Angebot? Steinsäge brauchst du unten auf jeden Fall noch. Das habe ich ganz vergessen. Einfach mal hier an die Ecke, wo auch das Erz steht. Und hier oben basteln wir jetzt einfach einen Tisch. Mit hellem Holz. Nehmen wir das. Eigentlich könnten wir auch das so vielleicht mal probieren. So. Dann packen wir da Stufen drauf. Ja, nee, verbindet sich nicht ganz. Finde ich nicht ganz so gut. Deswegen nehmen wir einfach das. Nee. Machen wir das so und dann da einen Tisch hin und einen Stuhl hin und da. Ah nein! Warum verbinden sich denn die Treppen damit dann? Das ist ja mega doof. Nee, das sieht auch nicht gut aus. Machen wir mal so. So. Dann brauchen wir wieder einen Nachtsichttrank. So, und dann nehmen wir uns mal Teppich. Schwarzen einfach mal. Und dann haben wir doch so auch einen Tisch geschaffen. Genau, und dann können wir hier diese Ebene reinziehen. Machen wir drei von da, drei von da und auch drei von hier abgehen. Auch wieder drei von dort. Genau, das passt auch. Genau, und hier wieder ein weniger werden. Müssen wir hier nochmal zwei hinsetzen. Hier geht es auch nochmal. Dann noch hier. Hä? Ah nein. Ich bin da ein bisschen verrutscht. Ah nein. Jetzt habe ich das auch noch kaputt gemacht. Das gibt's ja nicht. So, so. Jetzt wieder alles abreißen. So, vorsichtig sein. So. Hier ein raus, was ist das? Und hier ein raus. Genau. So wollte ich das ganz gerne. Aber vielleicht noch mit einer Säule hier, die das Ganze stützt. Genau, hier kommt dann einfach so einer hin. Und hier kommt dann auch ein ganz normaler Stein hin. Können wir hier wenigstens ein bisschen runter gucken. Kannst du hier nochmal so ein bisschen beobachten, was hier so abgeht. Hier setzen wir natürlich wieder die Lampe hin. Und dann haben wir die Schmiede eigentlich fertig. Also ich werde sie vielleicht nochmal so ein bisschen nebenbei upgraden und werde das natürlich dann nochmal zeigen. Aber so an sich ist das jetzt unsere Schmiede mit der Schmiedemeisterin Helga. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.